Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn euch das Video am Schluss gefallen haben sollte, dann gebt doch auch gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar, das würde mich wirklich sehr unterstützen. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Geschichte von meiner lieben Freundin Fox, Allein auf dem Hollow Lake, Teil 3. Viel Spaß beim Gruseln. Stefan drückte seine Knie in meinen Rücken. Der Speer saß an meinem Hals und der Kraken kam immer näher. Ich hatte panische Angst. Ich würde sterben. Hier und jetzt. Der Krake streckte seine Tentakel aus. Sie kamen von allen Seiten. Mein Herz pochte so schnell, es tat schon weh. Stefan begann einen fatalen Fehler, welcher mir aber zugute kam. Er ging kurz neben mir auf die Knie, um sich vor seinem Herrn zu verneigen. In diesem Augenblick packte mich ein Adrenalinrausch. Meine rechte Hand schnellte zu meinem Hals und schnappte sich den Speer. Mein Ellbogen fand den Weg in Stefans Bauch und richtete dort erheblichen Schaden an, sodass Stefan schreiend zu Boden ging. Sofort stand ich auf und rannte in die Richtung, aus der wir kamen. Ich musste in Stefans Versteck und schauen, ob es dort etwas Brauchbares gab. Der Krake knurrte und stieß mich mit seinem Tentakel heftig an die Steinwand. Ich schlitzte mir beinahe die ganze Vorderseite auf. Als ich mich umdrehte, sah ich einen der Tentakel auf mich zukommen. Ich wich keuchend aus und rammte ihm den Speer in das stinkende Fleisch. Die Wut bei Stefan und dem Kraken stieg an. Ich musste sofort fliehen. Mit dem Speer in der Hand hechtete ich durch die vielen Gänge, aus denen wir vorhin kamen. Ich wurde von einem fluchenden, wütenden Stefan verfolgt. Mein Schlag traf ihn aber so gut, dass er viel langsamer war als ich. Schnell atmend und voller Energie kam ich im Versteck an. Ich blickte mich rasch um. Die Fetzen des Zeltes riss ich hinunter und machte einen grausigen Fund. Der Anblick war wie ein Schlag ins Gesicht. Nur dass dieser Schlag ins Gehirn ging. Ach du Scheiße. Knochen. Überall lagen Menschenknochen. Was? Wer? Blitzartig sah ich zum Lager von Stefan. Zwei Tassen, viele Teller, vier Decken, verschiedene Schuhe, viel Kleidung. Nun wusste ich, wie er 8 Monate überlebt hatte. Zu Anfang waren sie zu zweit. Hatte er seinen Freund umgebracht? Gar gegessen? In diesem Moment vernahm ich das Lachen von Stefan, der mir mit finsterem Blick entgegensah. Du hast mich erwischt, du Idiot. Du solltest dich glücklich schätzen. Du wirst geopfert, weil ich ein Kind des Kraken werde. Nur so werde ich überleben. Meine Freundin Jess und ich fanden heraus, dass man sich dem Kraken anschließen muss, falls man hier lebend raus will. Das stand da hinten irgendwo auf einer der Wände. So Steinzeitgekritzel eben. Wir waren gerade 1 Monat hier. Jess verlor den Verstand und rannte wild umher. Sie versuchte sich an der Steinwand hochzuziehen. Sie verletzte sich enorm. Sie verblutete und starb in meinen Armen. Ich glaube, da kam der Moment, wo ich meinen Verstand verlor. Ich musste überleben und habe mir ihre Überreste zu Nutzen gemacht. Alles von ihr. Übrigens, der Speer, welchen du da in der Hand hältst, war einer ihrer Oberschenkel. Ich sah den Speer an, welcher ich bedrohlich in Stefans Richtung hielt. Nun wusste ich, warum mir die Struktur des Speers so seltsam vertraut vorkam. Schockiert ließ ich ihn fallen. Die einzige Waffe, die ich gegen Stefan und den Kraken hatte. Aggressiv versuchte ich, Stefan mit meinen Worten abzuwehren. Komm mir nicht zu nahe, du Psycho! Ich schwör dir, ich vermöbel dich hier und jetzt! Stefan lachte erneut und konterte: Du bist wirklich dumm. Ich weiß genau, dass du schon länger nichts mehr gegessen hast und geschlafen hast du auch kaum. Du bist kraftlos und mir und meinem Herrn ausgeliefert. Du wirst für immer in seinen Mägen wieder und wieder verdaut werden und deine Seele wird uns gehören. Meine Transformation hat bereits begonnen. Meine Haare werden sich verändern, meine Haut wird düster,
meine Augen schwarz, an meinem Hals wachsen Kiemen und meine Füße werden Flossen haben. Ich werde Opfer für meinen Herrn suchen. Da über uns der Hollow Lake ist, werde ich meine Jagd in dem Tal vergehen. Es gibt bereits andere, ich werde zu ihnen gehören, meine neue Familie. Stefan rannte auf mich zu und riss mich zu Boden. Er machte mich so wütend, dass ich zurückschlug. Wir prügelten uns heftig. Wir verfolgten uns bis runter ans Ufer des Wassers. Mir wurde eins klar. Das Wesen, welches mich zu Beginn auf dem Hollow Lake in die Tiefe zog, war auch ein Kind des Kraken. War das auch mal ein Mensch? Stefan lachte auf einmal. Hier sind wir, Vince. Jetzt wirst du büßen. Schnell hechtete ich auf den Boden, als Stefan sich auf mich stürzen wollte. Meine Kleider hingen nur noch an wenigen Stücken an mir. Der Kraken erhob sich erneut aus dem Wasser und war nun aggressiver als zuvor. Er griff heftig nach uns und dieses Mal verfehlte er sein Ziel nicht. Stefan wurde in einen Tentakel gegriffen und ich in einen anderen. Stefan sah zu mir. Seine Augen verrieten mir, dass er diese Aktion von seinem Herrn nicht erwartet hatte. Ich schrie: »Stefan, was geschieht jetzt? Komm schon, wir sind doch Menschen, wir müssen zusammenhalten!« Stefan starrte den Kraken an und schrie pausenlos. Dann blickte er zu mir. »Ich weiß es nicht, Mann, vielleicht hast du recht!« Wir flogen beide eine Weile in dieser Position. Die Tentakel des Kraken waren glitschig nass, kalt. Er griff mich so hart, dass ich extreme Schmerzen verspürte. Tränen schossen in meine Augen. Ich atmete heftig. Stefan sah mich geschockt an, als wir beide eine sehr tiefe, bösartige Stimme hörten. Sie dröhnte durch die ganze Tropfsteinhöhle. »Suche meine Eier und werde mein Kind.« Darauf folgte ein heftiger Luftzug. Das waren die letzten Worte, die ich hörte, bevor der Krake uns beide verschluckte. Erst als ich mich im Mund des Kraken wiederfand, realisierte ich, was in den letzten 5 Sekunden geschah. Er hatte uns beide in seinen Mund gesteckt. Verdammt, jetzt mussten wir um unser Überleben kämpfen. Das gigantische Herz des Kraken schlug alle 3 Sekunden und durchflutete den Körper vom Kraken mit rotem Licht. So konnte ich meine Umgebung alle 3 Sekunden sehen. Noch unheimlicher und schrecklicher ging es nicht. Ich vermisste meine Albträume. Nicht einmal da hätte ich mir so etwas vorgestellt. Mein Hintern saß auf etwas Warmen, Glitschigen. Hektisch sah ich mich um. Ich saß auf der Zunge des Kraken. Stefans Schreie hallten durch meine Ohren. Er hing an einem der Zähne. Da sein Shirt dem Gewicht von ihm nachließ, fiel er hinunter und landete vor meinen Füßen. Im 3-Sekunden-Takt sah ich meine Umgebung. Mein Kopf begann zu schmerzen. Die Luft war auch nicht die beste hier drin. Ich packte Stefan an seinem Hals und drohte ihm. »Hör zu, entweder ich bringe dich hier und jetzt um, oder wir halten zusammen und kommen hier raus.« Stefan hielt meine Hände und sah mich an. »Alter, wir müssen keine Feinde mehr sein. Vielleicht werden wir beide Kinder des Kraken. Wie toll! Komm, wir müssen diese Eier finden.« Seine Euphorie konnte ich nicht verstehen. Welche Eier? Er meinte wohl lebend hier rauszukommen. Die verschiedenen Geräusche wiesen darauf hin, dass der Krake wieder ins Wasser getaucht sein musste. Sein Herz pochte sehr laut. Seine riesigen Venen pumpten über unseren Köpfen Blut hin und her und von außen hörten wir Wasser rauschen. Ich fühlte mich wie eine kleine Ameise, die durch einen Körper wanderte. Wir kamen im ersten Magen an. Der war so groß wie meine Wohnung. Die Magensäure blubberte vor sich hin. Wir stießen den Speer in die Magenwand. Wir warteten immer die 3 Sekunden, um nicht ins Blinde hinauszuspringen. Wir beide schafften den Sprung und waren auf dem Weg zum nächsten Organ. Unser Speer steckte im Fleisch des Kraken. Wir mussten ihn zurücklassen. »Wie viele Mägen hat unser Herr?«, fragte ich Stefan. »Unser Herr? Warum benutze auch ich dieses Wort?« Er zuckte mit den Schultern. Wir beide gingen weiter. 3 Mägen und 2 Lebern später hielten wir an. Wir waren erschöpft und konnten einfach nicht mehr.
Stefan und ich entschieden uns, zusammenzuhalten. Aber ich behielt ihn trotzdem im Auge. Ich vertraute ihm nicht zu 100%. Schließlich wollte er mich vorhin umbringen. Wir kamen an einen Ort, der langgezogen war. Wie ein Schlauch. Das musste der Darm gewesen sein. Immer noch im 3-Sekunden-Takt sahen wir viele verschiedene tote Körper liegen. Diese Menschen hatten es wohl nicht geschafft. Schnell liefen wir an den leblosen Körpern vorbei. Tagelang irrten wir im Darm unseres Herrn umher. Wir mussten sämtlichen Verdauungssäften und Muskelbewegungen ausweichen, um nicht verdaut zu werden. Das war eine harte Prüfung. Nach vielen Keuchen, Schnaufen, Fluchen, Schmerzen, Verzweiflung und dem Verlangen zu sterben, kamen wir an einen ruhigeren Ort. Organ. Wir befanden uns in der Brutstätte des Kraken. Die Gebärmutter? Wir sahen viele Eier, die so groß wie wir selbst waren. Sie pochten und verschmolzen mit dem Fleisch des Herrn. Wie wunderschön, schrecklich der Anblick doch war. Meine Gedanken veränderten sich. Stefan nahm meine Hand und lächelte. Ein Teil von mir erwiderte die Geste und wir liefen auf die Eier zu. In mir kämpften richtig und falsch. Wir berührten hier und da eines der Eier und streichelten diese sanft. Stefan ging überglücklich in eine andere Richtung. Auf einmal wurde er von einem der Eier aufgesogen. »Stefan!« rief ich hektisch und mein Ich schien wieder hier zu sein. »Ich weiß, was der Krake versucht. Er verpestet unsere Gedanken und verändert unsere Seele. Bleib stark, ich komme!« Als ich diese Worte aussprach, öffnete sich eines der Eier. Ein Tentakel kam heraus und zog mich kopfüber hinein. Ich bekam keine Luft. Wärme und Glibber umgab mich. Ich wollte mich übergeben, konnte aber nicht. Auf einmal wurde es still in mir. Ich wehrte mich nicht mehr. Ich akzeptierte den Willen unseres Herrn und der alte Vince starb mit der Geburt des Krakenkindes. Kiemen schossen aus meinem Hals. Meine Zehen wurden länger und bildeten Flossen mit einer feinen Hautschicht dazwischen. Meine Hände wurden ebenfalls mit Schwimmhaut versehen. Meine Haare wuchsen und wurden zu Algen. Endlich. Ich war wunderschön. Ich wurde wiedergeboren. Ich befreite mich aus dem Ei und stellte mich zu Stefan. »Sind wir nicht schön?« fragte er mit hypnotisierten Augen. »Ja, mein Bruder, du hast recht. Es fühlt sich gut an.« Wieder draußen auf dem Ufer in der Tropfsteinhöhle verneigten wir uns vor unserem Herrn und dankten ihm für dieses neue Leben. Wir konnten mit Hilfe unserer Flossen in die Höhe schnellen. Wir konnten es kaum erwarten, beim Hollow Lake auf unsere ersten Opfer zu warten. Meine Augen ragten aus dem Wasser. Meine neuen Füße hielten mich an Ort und Stelle. Unter mir die wunderschöne schwarze Tiefe des Sees. Ich lauerte im Wasser, bis eines der Menschenwesen schwach wurde und sich in dem schönen Tal verlor. Stefan und meine weiteren Geschwister taten es mir gleich. Auf einmal hatten meine Augen etwas im Blick. Polizisten. Sie durchwühlten die Sachen vom alten Vince und suchten vermutlich nach ihm. Ich hörte die Funkgeräte, die Stimmen, ihre Schritte auf dem Boden. Wie schön, unsere Opfer. Ich blickte zu Stefan, als ich zu schwimmen begann, und hauchte: Endlich Mahlzeit.